nehmen als Beispiel irgendein Objekt da, so. Das habe einen Schwerpunkt, den wir separat mal ausgerechnet haben. Wir lassen an diesem Objekt jetzt eine Kraft wirken, die so steht. Also diese Kraft alleine soll da sein. Die kann auch durch Reduktion der anderen Kräfte so entstanden sein. Wir haben ja gesehen, man kann so Kräfte immer auch reduzieren. Jetzt habe ich ja vorher behauptet, man kann jedes System zurückführen auf ein Drehmoment eines Kräftepaars, so nennt man das, Kräftepaar, und eine Kraft auf den Schwerpunkt. Und hier können wir gleich sehen, wie das geht. Ich kann jetzt zum Beispiel Folgendes machen. Ich kann jetzt die gleiche Kraft hier da im Schwerpunkt angreifen lassen, muss die aber natürlich dann wieder kompensieren. Ich darf nicht einfach etwas ändern. Oder? Jetzt habe ich hier also etwas gemacht, was eigentlich nichts bewirkt. Zwei Kräfte eingeführt, die sich gerade wieder kompensieren. Die gleiche Situation mit der grünen Pfeil. Jetzt habe ich auf den roten Pfeil dazugenommen. Und jetzt muss ich nur die Sache neu interpretieren. Ich kann jetzt nämlich sagen, dass die zwei Kräfte hier, die zwei, sind doch jetzt ein Kräftepaar. Das heißt, die machen einen Drehmoment. Mit dem L hier und eine der beiden Kräfte, also in dem Fall ist es sogar die grüne Kraft gewesen, das erzeugt das Drehmoment. Und die rote Kraft ist eine Kraft, die auf den Schwerpunkt wirkt. Wir sehen also, mit dieser grünen Kraft, die wir zuerst hatten, können wir durch diese Umverteilung sagen, dass wir eigentlich eine Schwerpunktbeschleunigung haben von dieser Kraft hier, plus eine Drehung um den Schwerpunkt. Und die zwei Bewegungen bewirken dann, dass der Schwerpunkt sich beschleunigt. Der Schwerpunkt selbst geht nach vorne, aber es wird auch eine Drehung eingeleitet. Wie groß das ist und so weiter, das sehen wir dann später, wenn wir auch noch ein bisschen mehr wissen über die Massenverteilung. Trägheitsmoment das Stichwort, aber der Start, der erste Zeitabschnitt wird durch diese Situation hier gegeben sein, also Beschleunigung des Schwerpunkts und Drehung um den Schwerpunkt. Jetzt kann man sich fragen, ist es möglich, dass man diese Kräfte auch rechnet, oder muss man das immer grafisch machen? Man kann sich weiter fragen, wie sieht es aus, wenn ich im Dreidimensionalen bin. Und das geht aber jetzt wirklich sehr, sehr einfach, wenn man sich an den Formalismus der Vektoren gewöhnt hat. Wenn wir da irgendeinen Körper haben, in diesem Körper ganz viele Kräfte angreifen, sowas, Wind, magnetische Kräfte, Schwerkraft, irgendeine Feder vielleicht, die noch dran ist. Und ich möchte wissen, wie ich jetzt das reduzieren kann auf diese resultierende eine Kraft, die am Schwerpunkt angreift, und das Drehmoment, dann ist die Geschichte eigentlich wirklich sehr einfach. Die resultierende Kraft Fres, die rote Kraft da, ist einfach die Summe all dieser Kräfte, die Vektorsumme. Ich muss mich gar nicht darum kümmern, wo die angreifen. Ich darf auf die Vektoren zusammenzählen. Das sind ja Vektoren mit drei Komponenten und erhalte dann bereits die resultierende Kraft. Das hatte ich hier ja eigentlich schon gemacht. Ich habe diese eine Kraft, das war die einzige Kraft, die hier der Summe aufgetreten ist, die habe ich dann einfach als resultierende Kraft nehmen dürfen. Und auch das resultierende Drehmoment kann man ganz ähnlich einfach rechnen. Ich kann nämlich sagen, das resultierende Drehmoment ist einfach die Vektorsumme all der einzelnen Drehmomente bezüglich des Punktes, den ich anschauen will, zum Beispiel den Punkt S. Also ich kann einfach sagen, das ist dann Ri kreuz Fi. Das addiert über all diese Kräfte, die ich da habe. Ich müsste also jetzt hier den Schwerpunkt kennen, wenn mich da die Rotation, also die Drehung und den Schwerpunkt interessiert. Muss dann hier zum Beispiel den Vektor R4 kennen, hier den Vektor R1, hier den Vektor R2 etc. Diese Vektoren jeweils vektoriell mit der Kraft multiplizieren. Das gibt ja nach den Regeln, die wir vorher kennengelernt haben, gerade das Drehmoment. Also ich darf einfach die einzelnen Drehmomente addieren und erhalte nachher die
resultierende Drehung um den Schwerpunkt und die Beschleunigung des Schwerpunkts. Wie gesagt, es kommt darauf an, wie es weitergeht. Wenn jetzt der Körper sich anfängt zu bewegen und zu drehen, kann es ja sein, dass die Kräfte ihre Länge und ihre Richtung ändern. Es kann auch sein, dass sie mitdrehen. Wir werden in Simulationen dann später sehen, was da alles denkbar ist. Aber als erstes wollen wir jetzt mal schauen, was muss ich denn tun, dass der Körper stehen bleibt. Wie müssen die Kräfte aussehen, dass der Körper sich nicht bewegt, dass es Statik herrscht. Das wäre das nächste Thema.